Dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Pressekonferenz des Spiels zwischen SC Magdeburg und dem HSV Handball. Vor 6.352 Zuschauern entstand 32:28 zur Halbzeit 14:11. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste Adrian Fahl mit 7 Toren, auf Seiten des SC Magdeburg 7 Treffer durch Matthias Musche sowie 6 Tore durch Robert Weber. Soweit diese kurzen statistischen Werte zum Spiel. Ich begrüße recht herzlich den Gästetrainer Michael Biegler und bitte um sein Statement zum Spiel. Ja, erstmal guten Abend zusammen. Ich denke, im Vorfeld der Partie war so einiges klar, was wir leisten müssen, um hier etwas mitnehmen zu können. Ich denke, von den vorgenommenen Dingen haben wir leider etwas zu wenig umgesetzt. Ganz deutlich in der ersten Phase des Spiels unsere Chancenverwertung. Aber ich war auch mit dem Druck, den wir erzeugt haben, um die sehr stabile SCM-Abwehr auseinander zu spielen, nicht so ganz einverstanden. Die Schusssituationen waren nicht so klar, wie sie zum Beispiel in der Schlussphase waren. Dann wird es natürlich schwer, wenn man sich hier ein paar Gegenstöße fängt und Ergebnissen hinterherläuft. Ich war noch eigentlich sehr optimistisch zur Halbzeit. Im Halbzeitresümee kann man sagen, waren wir genau so 3 hochprozentige, hochkarätige Chancen hinten, die wir haben liegen lassen. Aber auch da haben wir dann einfach Anfang zweiter Halbzeit vorne einige Abschlüsse gewählt, die wir nicht so vorbereitet haben, wie wir sie vorbereiten müssen. Wir haben natürlich ein bisschen Probleme auf der Rückraum-Linksposition bekommen, deswegen haben wir da auch viel probiert. Ich kann der Mannschaft, unserer Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat bis zum Schluss alles versucht. Wir hatten uns auch vorgenommen, 60 Minuten dagegen zu halten und auch bei ein paar Tore Rückstand immer noch zu versuchen, das Ergebnis zu drehen. Ich denke, symptomatisch war so die Situation, 55., 56. Minute, wo wir eigentlich mit der doppelten Manndeckung den Ballgewinn schon haben und den wieder postwendend dem SCM zurückgeben mit dem Wurf aufs leere Tor. Dann können wir viel früher nochmal rankommen. Ob das letztendlich für einen Punktgewinn reicht, glaube ich bei der Fehlerquelle und Fehlerquote nicht. Aber wie gesagt, in kämpferischer Hinsicht und von dem, wie die Mannschaft versucht hat, mit allen taktischen Umstellungen an ein besseres Ergebnis zu kommen, kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Danke. Dankeschön, Michael Biegler, recht herzlich für Ihre Ausführung. Ja, Gea Svensson, 4 Tore Sieg, bitte. Schönen guten Abend. Ja, so wie immer, also sehr, sehr glücklich mit den Punkten. Ich glaube, dass wir wissen, dass alle, dass wir uns, also heute Abend war ganz, ganz wichtig, 2 Punkte zu holen. Und deswegen bin ich ganz, ganz zufrieden. Ich bin ganz, ganz stolz auf meine Spieler, auf die Leistung, wie die Spieler hier heute gekommen sind und einfach alles gegeben. Und es geht einfach um das, also wenn man so ein Handball spielt, so wie heute, einfach, dass man jeden Tag kommt, jedes Spiel spielt, wo man alles gibt. Und das haben wir heute geleistet. Ich bin natürlich sehr zufrieden mit Dario. Dario war ganz stark im Tor, also super Leistung. Also man fragt sich oft, kommt das einfach, weil der Bundestrainer in der Halle ist. Aber hat mich sehr gefreut und Dario hat einen riesen Standard heute gesagt und wir können uns alle auf Dario freuen. Aber das ist Mannschaftssport und vor sich hat Dario eine super Abwehr gehabt. Wir haben uns sehr stark bewegt, sehr aggressiv gespielt und also eigentlich alles so fast, was geplant war, hat geklappt. So nochmal ganz, ganz zufrieden mit unserer Leistung. Das war, obwohl wir haben ja mit 7-8 so kurz, also 10 Minuten, 12 Minuten oder 15 Minuten vor Schluss geführt, dann hat man das gemerkt, also HSV würde nie aufgeben. Sie haben das alles gegeben hier auch heute. Kämpferische Leistung gebracht und ich fand das einfach ganz gut. Also ich finde Hamburg, sie spielen so ein bisschen anders. So wie die meisten in der Liga und ich fand das einfach toll, was sie hier, wie sie heute hier gespielt haben. Aber wir haben das geschafft bis Ende, so fast konzentriert zu spielen und es kam so ein paar Minuten, wo wir die Konzentration ein bisschen weg war
Aber dann haben wir das gut gelöst und verdient gewonnen. Danke. Recht herzlichen Dank, Geir Svensson. Ja, Steffen, was hast du noch zu ergänzen? Ja, eigentlich hauptsächlich nur, dass wir natürlich wahnsinnig glücklich sind. Der Druck war nicht ohne in den letzten, ich sag mal, zweieinhalb Wochen, was auch so ein bisschen auf uns eingeprasselt ist. Das ist ganz normal. Die Erwartungen sind dementsprechend nach der letzten Saison auch ein bisschen höher gewesen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir heute, ich sag mal, phasenweise wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Klar, in der Schlussphase, wo du mit 8 Toren führst, dann wird es nochmal ein bisschen kribbelig, aber letztendlich, glaube ich, haben wir die ganze Partie schon gut dominiert. Und mein Dank geht nochmal an die Zuschauer. 6.352 haben uns heute über 60 Minuten wahnsinnig stark unterstützt und das braucht die Mannschaft, das brauchen wir und ich denke mal, dass das beim nächsten Spiel wieder genauso sein wird. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Fragen an die Verantwortlichen? Ist nicht der Fall, dann danke ich recht herzlich, wünsche den Gästen eine angenehme Heimreise und noch eine erfolgreiche weitere Saison und sonst ein nächstes Heimspiel dann am 9. Oktober. Bis dahin recht herzlichen Dank.